So, der Speicherstand ist immer noch da. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier losziehen, ein wenig Gras sammeln und Stöcker für noch mehr Fallen. Nebenbei bringen wir das eine Schwein noch um und machen uns dann auf, die Kohle zu sammeln. Das klingt nach einem einigermaßen guten Plan. Denn wir haben noch so viel zu erledigen, bis wir wieder runter können. Zu den fiesen Augen. Denn ich hatte ja eigentlich ganz am Anfang vorgehabt, da einfach nochmal kurz hinzulaufen, um Steine zu holen. Die wir ja doch langsam brauchen. Und das ist jetzt nur aufgeschoben. So, gehen wir ein bisschen weiter weg von den Schweinen. Und dann... Ja, das ist dein Platz. So, jetzt nicht mehr. Kohle. Kohle war südwestlich von hier. Genau. Euch. Goldaxt. Ting. Ting. Und wieso kommt hier hinten Dünger hin? Echt komisch. Oh ja, du bist wohl schuld. Die verteilen sich echt über die ganze Insel. Aber immer noch keine Jagdbabys. Das ist echt schade. Weil ich könnte die hier theoretisch auch umbringen für das gute Fleisch. Und die sind, soweit ich das gesehen habe, nicht sozial. Also wenn man einen angreift, kommt nicht gleich eine ganze Horde an. Zumal die ja eh inzwischen so verteilt sind, dass es egal ist. Aber ja, es wäre eine gute Fleischquelle. Aber wenn die echt nicht respawnen, dann sollten wir das nicht machen. Lieber die Schweinchen immer Stück für Stück, auch wenn es ein bisschen länger dauert. So, Kohle, Stöcker. Und wir haben noch eine alte Falle hier. Die war wohl noch, um die Spinnen zu fangen, als es noch ging. Ah, Schmetterling. Den wollte ich auch mal irgendwann fangen. Jetzt haben wir gerade das Netz, das Käfernetz zurück in die Kiste gepackt. Ärgerlich. Aber na gut, kann ich ja versuchen, morgen dran zu denken. Haha, hihi. Wie viel Kohle haben wir bisher? 14 Stück. Das wären ungefähr 3 Nächte. Nee, komm. Jetzt machen wir das hier am Stück. Wir holen den ganzen Tag Kohle. Dann müssen wir das so 1-2 Wochen lang nicht machen. Und haben dann unsere Ruhe. Und ja, eine Woche ist ein gutes Stichwort. Dann kommen ja wieder die Wölfe. Das Letzte, was ich gerne hätte, wäre, wenn die Wölfe mal nachts angreifen und wir dann kein Licht haben. Oder kaum Licht. Es ist sowieso komisch, dass die Wölfe jedes Mal tagsüber kommen. Weil so können wir uns ja echt verbunkern bei den Schweinen. So, ihr kommt mal mit. Also ja, wir können uns bei den Schweinen verbunkern. Wenn sie aber nachts angreifen würden, dann wären die Schweine ja alle in den Hütten. Oder hatten sie nicht sogar einmal nachts angegriffen? Ich verliere langsam die Übersicht. Wir hatten 2 Angriffe am Tag, das weiß ich. Wir hatten einen hier und wir hatten eine im Basislager selbst. Da sind wir zur Kaninchen-Insel geflohen. Das waren die 3 Folgen, die wir jetzt quasi gerade nachspielen. Und es gab noch einen dritten Angriff, oder? Na gut, aber sie scheinen doch primär tagsüber anzugreifen. Was ja echt eine nette Sache ist, sonst hätte man keinen Platz zum Weglaufen. Und er ist hungrig. Ja, hier ist das. Und das. Und das. Und das auch noch. Also. Gieriger Wilson. Ein bisschen Holz nehmen wir auch noch mit. Und dann sollten wir wieder zur Kohle zurück. Wenn denn noch irgendwas davon übrig ist. Aber wir hatten zwar ein recht großes Gebiet abgefackelt mit Willow. Aber auch das ist irgendwann leer. Gräber hatten wir auch schon alle gecheckt. Ah, hier unten geht's weiter. Du und du und du. 1, 2, 3. Der Stack ging, glaube ich, bis 40. Aber das werden wir wohl nicht mehr schaffen vor Sonnenuntergang. Schade auch, dass die größeren verbrannten Bäume nicht mehr Kohle geben als die ganz kleinen. Das ist ein bisschen komisch, aber wäre wahrscheinlich zu überpowered. Obwohl man das relativieren könnte, indem man einfach die Kohle auf dieselbe Stufe setzt wie Gras und nicht wie Holz, was den Brennwert angeht. Und dafür dann halt bei den kleinen nur 1, bei den größeren 2 oder sogar 3 raus. Aber ja, ich hoffe einfach mal, dass man das bald auch selbstständig modifizieren kann. Also ich denke, es geht auch jetzt schon, aber es ist dann halt nicht für die breite Masse tauglich. Da muss man schon programmieren können. Aber ja, sobald dieselbe selbst hergestellten Mods zu dem Spiel dazukommen, wird das bestimmt gleich wesentlich interessanter. Oh, Stack ist doch voll und die Sonne geht unter. Das passt doch.
Aber ja, ich sollte nicht zu ungeduldig sein. Es dauert ja nur noch 7 Tage oder so, dann kommt schon der nächste offizielle Patch. Mal gucken, was sie uns da dann antun. Ich meine, der letzte war ja schon ganz schön hinterhältig, also dieser Hotfix, der gar nicht richtig angezeigt wurde. Das waren dann ja wahrscheinlich die aggressiven Augen. Nach oben. So, 500 Kohle verballern wir schon mal. Die Spinnen nerven immer noch tierisch. Das Nest da oben sollten wir irgendwann mal ausräuchern. Schweinchen? Genau, bring um. Oder bringt das Schweinchen um, ist noch besser, habe ich mehr Fleisch. Obwohl, das essen sie gleich wieder auf. Und keine Falle ausgelöst bisher. Da setzen wir mal ein paar mehr. Da noch eine hin und da noch eine hin. Und da konnten wir das Ganze gerade mal live beobachten. Die Vögel laufen da quasi schon zielstrebig rein. Ja, komisch. Aber na gut, ich stelle es nicht in Frage. Wird einfach akzeptiert. Gutes Fleisch kochen, nicht essen. Das kleine Fleisch auch kochen. Und dass der Rucksack nicht mitgesteckt wird, ist echt ein wenig irritierend. Also dass die Hälfte des Stacks da landet, die andere Hälfte da, je nachdem wo gerade Platz ist. Wir könnten die Weste mal verforschen. Das ist ja wahrscheinlich absolute Verschwendung. Nee, ich warte erstmal. Vielleicht hat einer von euch ja einen Hinweis darauf, was das ungefähr macht. Außer komisch aussehen und eine komische Beschreibung haben. So, dich sammeln wir mal ein und dich sammeln wir mal ein. Dafür setzen wir da und da neue Samen, da auch noch. Und wir haben wieder jede Menge Gras, sehr schön. Mehr Gras, gleich mehr Fallen, gleich mehr Fleisch, gleich mehr besseres Fleisch, gleich Backup-Statue. Das ist so die Kette momentan. Oh, ich gehe ja schon wieder zum Feuer, du Spinne. Wie viele Stöckchen haben wir denn? 10. Das heißt, für 3 Fallen. Ich guck mal, ob es sich rentiert, wenn wir hier überall Fallen hinstellen. Oder ob es mehr Sinn macht, wenn man die ein wenig auseinanderstellt. So, da ist noch eine. So, die Stöckchen nehmen wir auch noch mit. Und die Statue ist echt am absoluten Rand von dem Lichtkegel. Jedenfalls bei diesem Brennwert gerade. Das wäre natürlich ärgerlich. Wenn wir sterben, wir tauchen dann nachts hier in der Ecke auf und kriegen gleich irgendwie Schaden reingewirkt, weil es zu dunkel ist. Dann müssen wir einfach gleich zum Feuer laufen, das dann auch hoffentlich an ist. Weil wenn es nicht an ist, dann kommen wir niemals dahin. Wir könnten zur Sicherheit dann Miner's Cap hinlegen. Aber den finden wir dann bestimmt im Dunkeln nicht mehr. Ja, wir dürfen einfach nicht... Was zur Hölle? Tschüss, Spinne. Ja, also wir dürfen einfach nicht nachts sterben. Das klingt doch nach einem Plan, oder? So, dich verkochen wir gleich mal. Dich schmeißen wir einfach rein, weil wir genug von dir haben. Dich verkochen wir auch. Und dann geht's wieder an Schweinejagen. Und das Ding da wollten wir zerstören. Ja, stimmt. Das heißt, wir hauen die jetzt einmal an. Laufen zu dem Schwein. Das Ganze wiederholen wir dann nochmal. Und dann hoffe ich mal, dass die Schweine nah genug an Spinnenei dran stehen, um sie selbstständig anzugreifen. Und ich hoffe auch, dass nicht zu viele Schweine Wehrschweine werden, weil sie das so viel Monsterfleisch essen. Und... nein. Sehr schön. Einer ist gerade so zielstrebig nach Westen gelaufen. Greifst du gerade das Spinnenei an? Nö. Aber du bist sehr nah dran. Nee, müssen wir wohl echt füttern. Aber jetzt, wo die ganzen Spinnen draußen sind, können wir das auch erledigen. Genau, kümmert euch mal darum, ihr schafft das schon. Wenn irgendein Schwein ein Wehrschwein werden sollte, dann verprügeln die anderen Schweine ihn einfach. Ach, und da waren dreimal Spinnen drin. So, ruf da. Das Jack ist auch vollkommen irritiert. Ja, Killerschweine. So, dich sammeln wir mal schnell auf, bevor dich irgendjemand isst. Euch sammeln wir aus, weil wir darauf so komische Westen machen können. Und jetzt müssten aber echt keine Spinnen mehr drin sein, oder? Naja.
Ah, es waren drei Ladungen Spinnen, also drei Wellen. Und das Ding hat drei Stockwerke. Vielleicht hängt das auch irgendwie zusammen. Also, du musst erstmal weg. Weil es viel zu unsicher in unserem Lager ist, wenn du in der Nähe bist. Das war zwar eine interessante Idee. Mit der quasi Monster-Farm, wenn man den Begriff benutzen will. Aber nee. Zu großes Risiko. Weil das könnten wir echt gebrauchen. Die Wölfe kommen in immer größerer Zahl. Die Wölfe kommen in immer größerer Zahl und genau dann, wenn wir kurz vorm Absterben sind, kommt noch eine Spinne und beißt uns rein. Nee. Das Risiko muss man nicht eingehen. Also Spinnenei ist weg. Schweine sind hier oben. Einzelne Schweine ist an der Seite, dass wir immer abfarmen können. Was können wir noch machen, um unser Lager sicherer zu bauen? Wir können hier doch wieder eine neue Schweinehütte aufstellen, obwohl wir gerade eine abgerissen haben. Aber das habe ich ja nur gemacht, um schnell an die Ressourcen ranzukommen. Erstmal was essen. Ja, ich glaube, das wäre eine gute Taktik. Wir setzen unten auch nochmal ein Schweinedorf hin. Dass wir dann von da nach da laufen können und alle Schweine uns helfen beim Wölfe töten. So, die Vogelfallen scheinen zu funktionieren, obwohl sie so nah beieinander stehen. Das werden wir also auch noch weiter ausbauen. An der Mauer können wir nicht mehr drum rumziehen. Das wurde rausgepatcht. Die Bienenminen könnten wir noch versuchen. Und das Blasrohr. Auch wenn dafür die Forschungspunkte jetzt wieder zu knapp sein werden. Waffen. Sleep Dart. Den Stinger. Wir hatten einen Stinger gefunden, richtig? Oder war das in dem Spielstand, der weg ist? Ja, das scheint in dem Spielstand gewesen zu sein. Das verfolgt mich jetzt echt ewig. Also ja, wir müssen auch zurück zur Bieneninsel, allein schon deswegen. Damit wir den Stinger holen können und mit etwas Glück auch so eine Honigwabe, um dein eigenes Bienenhaus aufzustellen. Aber wenn wir da runter gehen, dann brauchen wir auf jeden Fall das Käfernetz. Aber das dauert alles noch. So, ich schmeiß jetzt schon ein bisschen Kohle rauf. Wenn ich schon mit Kochen anfangen kann. 2, 3, 4, 5, 6 müssten reichen. Da wieder hin. Einmal kochen, zweimal kochen und solange die Sonne noch oben ist, ein wenig Holz hacken. Das war auch noch so eine Sache, die wir machen wollten. Also die Liste ist echt ewig lang von Sachen, die wir machen wollen, müssen, wie auch immer. Und zwar die goldene Schaufel erforschen. Weil die ganzen Baumstumpen hier irritieren doch langsam ein wenig. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Die hacken wir noch um, danach ist es mir zu dunkel. Wir wollen nicht wieder ein End im Lager haben. Ja, alles mit und zurück. Ah, Kochtopf. Kochtopf ist ganz oben auf der Liste, damit wir das ganze Monsterfleisch verkochen können. Was brauchten wir für den Kochtopf? Haben wir es schon erforscht? Ja, haben wir. Wir brauchen drei Steinblöcke. Die wir hoffentlich haben. Wir haben nur einen Steinblock. Ah, stimmt, das habe ich schon mal nachgeguckt. Deswegen wollte ich runter zu den Augen. Das ist doch doof. Kurz mal überlegen. Wir sind hier jetzt einigermaßen wieder gesichert. Also durch die Fleischstatue. Was müssten wir alles machen, bevor wir wieder runter können zu den Augen? Ich gucke kurz auf die Karte. Also, dahin kommen wir ohne Probleme, dahin kommen wir ohne Probleme. Durch den Sumpf kommen wir jetzt auch ohne Probleme, da ich einigermaßen weiß, wie ich mich bewegen muss. Und wir haben ja das Amulett an. Trotzdem sollten wir vorher noch eine Rüstung bauen. Einfach nur als doppelte Absicherung. Das heißt, wir könnten theoretisch morgen früh loslaufen. Mit den ganzen Sachen, dass ich sie lieber nicht vergesse. Also das wäre der Hammer, das Käfernetz, das Miner Cap, wenn wir es ja noch haben. Was wir wahrscheinlich nicht haben, sondern was eher hier unten liegen wird. Aber ja, Käfernetz und Hammer auf jeden Fall schon mal. Und wir brauchen genug Ressourcen für eine Pickaxe, sonst können wir die Steine da unten gar nicht abbauen. Dann eine Fackel brauchten wir nicht bei den Bienen. Was brauchten wir da sonst noch? Also einfach nur provozieren, mit einmal entgegenhauen und dann hoffentlich mit dem Netz einfangen. Im Sumpf brauchen wir nichts. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle, um die Lagerfeuer anzuheizen. Ja, das klingt langsam nach einer guten Liste.